Bis zu 10 Jahre Haft für Menschen mit queerer sexueller Orientierung. In Uganda will die Regierung die an sich schon strenge Gesetzgebung weiter verschärfen und Homosexualität und öffentlich gezeigte Zugehörigkeit zur LGBTQIA-Community verbieten. Polizei und Justiz führen bereits regelmäßig Verhaftungen durch. Die Gesetzesänderung dürfte noch mehr Hass auf Andersliebende schüren, befürchten ugandische Menschenrechtsaktivisten und Betroffene. Tomorrow we are going to bring a bill. Applaus für Ugandas Parlamentspräsidentin und ihren Vorschlag für ein striktes Gesetz gegen Homosexualität. Den ugandischen Aktivisten Eric Ndawula schmerzen diese Aussagen, doch sie überraschen ihn nicht. Das ist das Umfeld, wie wir es von unseren Politikern, religiösen Führungspersonen und sogar von unseren Familien kennen. Sie sagen uns, Homosexualität ist falsch, es ist eine Schande. Dass so ein Gesetz im Parlament beschlossen wird, ist keine große Überraschung. Wegen seiner offenen Homosexualität hat Erics Familie ihn verstoßen. Und auch danach passierte Schlimmes. Wir wurden von einem Mob ausgeraubt. Menschen wollten uns verletzen oder sogar töten. Aber als wir die Polizei gerufen haben, wurden wir verhaftet. Man hat uns zu Analuntersuchungen gezwungen und dann wurden wir des Geschlechtsverkehrs wieder die Natur verdächtigt. Das alles, obwohl wir diejenigen waren, die die Polizei um Hilfe wegen eines Lynchmobs gerufen hatten. Im ugandischen Parlament schlägt einer der Urheber des Gesetzes eine Höchststrafe von 10 Jahren für Homosexuelle vor. Er bezeichnet es als Meilenstein für die Gesellschaft. Wenn Sie in meinem Wahlkreis in Bugiri Menschen fragen, ob sie bei diesem Thema auf meiner Seite stehen, dann werden die das bejahen. Bei diesem Thema habe ich direkt die Stimmen der Menschen eingebracht, die ich vertrete. Er wirft Homosexuellen vor, absichtlich vulnerable Personen inklusive Kinder zu, Zitat, rekrutieren. Warum dringen Sie in unsere Schulen ein? Warum beeinflussen Sie unsere Kinder? Sie sind so provokativ. Sollen wir etwa zusehen, wie so etwas passiert? Homosexualität ist in Uganda seit der britischen Kolonialherrschaft kriminalisiert. Ein ähnliches Gesetz wie das neue wurde 2014 vom höchsten Gericht wegen Formfehlern des Parlaments annulliert. Einige kritisieren, dass der Gesetzgeber nun gegen Homosexuelle zielt, um von anderen Problemen abzulenken. Das Gesetz befeuere den Hass in einem homophoben Land, sagt Ndawula. Wenn sich die Situation verschlimmert, bleibt ihm vielleicht nur die Möglichkeit, Uganda zu verlassen. Und in Kampala ist die Journalistin Simone Schlindwein von der Tageszeitung Taz. Hallo. Hallo. Wo sehen Sie die Gründe für den Vorstoß der Regierung, die Gesetzgebung so zu verschärfen? Es gibt erstmal historische Gründe. Dieses Gesetz ist nicht das erste und wird auch nicht das letzte sein, dass hier debattiert wird, die Gesetzgebung zu verschärfen. 2013/14 hatten wir einen ähnlich gelagerten Gesetzesentwurf, der allerdings dann letztlich nicht unterzeichnet wurde vom Präsidenten und damit nie in Kraft trat, weil es ein großes Verfassungsgerichtsverfahren dagegen gab. Damals gab es aber dieselbe Tendenz. Dass jetzt dasselbe Gesetz in noch einer verschärfteren Version wieder neu ins Parlament eingebracht wurde, auch eine private Initiative von Abgeordneten, die sich beliebt machen wollen beim Präsidenten und dessen Frau, ist jetzt, sagen wir, auch kein Wunder. Wir haben seit Jahren damit gerechnet, dass dieser Versuch, diese Gesetze zu verschärfen, immer wieder betrieben wird. Es ist aber auch ein politisches Tool, wo oft einmal abgelenkt wird von den eigentlichen Problemen im Land. Und die Probleme sind massiv. Es ist eine hohe Verschuldung. Das Gesundheitssystem, das Bildungssystem ist absolut am Abgrund. Und man muss dann wieder Gesetze sozusagen als Ablenkungsmanöver ins Parlament bringen, wo dann die ganze Welt, jetzt buchstäblich die ganze Welt, wieder auf dieses Gesetz guckt, anstatt auf die realen Probleme. Insofern gibt es verschiedene Gründe, warum diese Sache jetzt erneut ins Parlament so eingebracht wird, wie es schon etliche Male vorher passiert ist. Aber ist es denn so, wie die Regierung denkt? Die eben trat ja ein Politiker sehr gewiss auf, dass die Bevölkerung eben auch hinter dieser Kriminalisierung queerer Menschen steht.
Das ist leider der Fall, dass es eine große, sagen wir mal, Bevölkerungsmehrheit gibt dafür. Es ist allerdings auch so, dass sie künstlich erzeugt wurde, wenn ich mal das analysieren darf, weil es erstens befeuert wird von verschiedenen politischen Akteuren, die da Frau seinen Nutzen ziehen wollen, oder unter anderem auch den religiösen Akteuren, die sich sehr alle hinter dieses Gesetz stellen. Es gibt hier eine große Partnerschaft mit den evangelikalen, sehr radikalen Kreisen in den USA, wo es immer wieder das Prayers Breakfast jetzt in der Fastenzeit abgehalten wird. Und genau in diesem Prayers Breakfast Fastenzeit Event hier in Kampala, weil man sich den Evangelikalen in den USA sehr nahe fühlt, auch die Präsidentenfamilie da sehr engagiert ist im Prayers Breakfast Movement, ist jetzt genau dieses Gesetzesentwurf genau in diesem Event quasi wieder auf den Tisch gekommen. Also es ist überhaupt kein Zufall, dass das passiert und dass religiöse Kreise sehr viel Einfluss haben in einem, sowohl die Muslime als auch die katholischen und evangelikalischen und anglikanischen Bischöfe hier alle hinter diesem Gesetz stehen. Das befeuert natürlich die Bevölkerung, weil es in der Kirche, in den Moscheen überall jetzt gepredigt wird. Und noch dazu wird es ein gruseliger Grund genannt. Und zwar ist es so, dass die Akteure hier sagen, die Kinder werden in den Schulen zum Schwul- und Lesbischsein rekrutiert. Also es gibt eine komplette, also so eine Art wie eine sektenmäßige Brainwashing zum Schwul- und Lesbischwerden. Und das ist diese These, die jeden Eltern dieses Landes in Panik versetzt, dass ihr Kind in der Schule das lernen könnte. Und genau so befeuert sich das in der Gesellschaft. Ich danke fürs Erklären. Simone Schlindwein.